du Zeit am Sonntag? Sonntag? Sonntag geht nicht. Sonntag ist Familie. Ich bin nämlich irrsinnig stark fixiert in der Hinsicht. Jawohl, ja. Bin ich. Vermutlich frühkindlich nicht recht abgenabelt oder sowas. Quatsch. Naja, ist aber so. Ich fahre am Wochenende mit meiner ganzen Familie fort. Ja, nach Venedig. Was sagt man dazu? Er fährt mit der ganzen Familie. Das darf doch nicht wahr sein. Wochenendausflug mit der ganzen Familie und nach Venedig? Ein Wahnsinn bei der Jahreszeit. Also das finde ich direkt pervers. Ich gestehe alles. Bin nicht recht abgenabelt. Ich habe die Ablösung noch nicht vollzogen. Das fällt mir schon die ganze Zeit auf. Weißt du, du solltest da echt was tun in dieser Hinsicht. Das ist einfach unverständlich, dass du dich von deinen Leuten nicht lösen kannst. Das gefällt mir aber so. Was glaubst du vielleicht? Die Wahrheit ist, dass du dich vor der Selbstverwirklichung fürchtest. Du willst nicht aus dem schützenden Uterus, aus der Mutterhöhle raus. Symbolisch gesprochen. Ja, weißt du, Willi reicht, der ist aber wirklich schon. Halt's Zahn. Also mir gefällt das eigentlich, dass es so irrsinnig konventionell ist. So, wir gehen jetzt. Ich hab was Gescheiteres zu tun, als den ganzen Tag über diesen Psychokoller da zu diskutieren. Was, Miriam? Komm. Sitz auf. Passt dir nicht, was ich sag. Ist mir klar. Du willst die bürgerliche Problemverschleierung, weil du dir deine Konflikte nicht bewusst machen willst. Lieber sublimierst du die familiäre Repression, als dass du ein echtes Konfliktbewusstsein riskierst. Alles klar. Du, ich hab überhaupt keine Konflikte. Na, mit mir gelegentlich schon. Und natürlich bist du, das weiß ich schon lange, auf deinen Vater fixiert. Wenn du dich da nicht befreist davon, sondern das Vaterimage womöglich noch echt pflegst, den Übervater meine ich, dich ihm unterwirfst. Mach dich nicht lächerlich. Sowas von Nicht-Übervater wie der meine. Das gibt's in deiner ganzen Psychologie und Soziologie nicht. Ach, komm. So. Servus. Halt die Fest, Bruder. Grüß euch. Er ist unbelehrbar. Aber sie ist spitze. Naja, in Wirklichkeit ist sie das Kleinbürgerlichste, was ich kenne. Na, passt ja zu ihm. Ich war noch nie in Venedig. Bitte ich bei der Jahreszeit? Entschuldigung. Mir aus können sie ruhig weitersingen, wenn er danach ist. Ich bin tolerant, liberal. Mir aus können sie in am Kopf stehen und die Fies winke winke machen. Ich bin sehr gut aufgelegt heute. Zu einer Szene. Eins, was sie nicht sagen. Ja, bin ich. Ganz merkwürdig gut aufgelegt. Merkwürdig ist gut. Ja, Steuerberatungsbüro. Wurscht, ob Klient oder Berater gut aufgelegt ist, dann ist es merkwürdig in allerhöchsten Grad. Ein Wunder der Natur, sozusagen. Das ist doch nicht so negativ, Kollege. So, Herr Doktor, da bringe ich Ihnen die Balkovitschkes MbH. Das ist lieb von Ihnen. Bringen Sie es gleich wieder zurück. Aber wohin denn? Ja, von dort, wo Sie es hergetragen haben. Bringen Sie vom Herrn Schäf. Na, dann bringen Sie es wieder dem Herrn Schäf. Papa. Ja, das ist 12. Ein Steuerberatungsbüro. Und gut aufgelegt. Eine Monstrosität sind Sie. Warum sind Sie denn gut aufgelegt? Weil in 4 Tagen Sonntag ist. Das ist ein Grund, gut aufgelegt zu sein? Ui, wieder ein Tief. Also ein sehr tiefes Tief, ja.
tiefes Tief. Was ist passiert? Lass mich nach Ruhe. Wenn du es willst, lasse ich dich schon in Ruhe. Aber du willst es ja gar nicht. Weißt du, was du hast? Kopfweh habe ich. Kommunikationsschwierigkeiten hast du. Claudia, du sollst dein Zimmer aufräumen. Heini, ich will ja nichts sagen. Du bist schließlich alt genug. Du musst schon selber wissen, was du tust. Aber wenn du nicht bald zu lernen anfängst, wirst du heuer wieder hängen bleiben. Ich sag dir's. Claudia, räum jetzt endlich dein Zimmer auf. Ich bin nicht deine Bedienerin. Ja, Mama. Das ist das, was du hast. Kommunikationsschwierigkeiten. Heini, bitte. Du hast mir zum Geburtstag versprochen, dass du nicht immer so blöd mit den Achseln zuckst, wenn ich mit dir rede. Danke. Aber ich hab dir nicht versprochen, dass ich mit dir über meine... Ach was, lass mich in Ruhe. Sag mir, was los ist. Irgendwas ist doch los. Schule? Na, sag schon. Wahrscheinlich wieder Mathematik, hm? Warum lasst ihr mich nicht in Ruhe? Ich lass dich nicht in Ruhe, bitte. Nicht ihr. Ist ja außer mir niemand da. Und ich lass dich nicht in Ruhe, weil es nicht gut ist, dass du da so rumliegst und Löcher in die Luft denkst. Außerdem... Außerdem was? Außerdem glaube ich, dass du recht gern mit jemand reden tätst. Hm? Das ist wahr. Aber... Aber was? Schau dir den Schorsch an. Oder die Mama. Oder dich selbst. Aber ich mach das überhaupt nichts als reden. Bei mir schon. Mir fällt es halt schwer, ich weiß auch nicht warum. Ja, und dann tut's euch so leicht damit. Ich weiß gar nicht, wie ihr das macht. Dass du auch mit den Achseln zuckt. Entschuldige. Da weiß immer jeder, was er sagt und was er antworten muss. Da braucht keiner nachzudenken. Aber bei mir ist das irgendwie anders. Mir fällt nicht ein, was ihr richtigerweise sagen sollt. Verstehst du das überhaupt? Dir geht's ja eh nicht so. Doch, manchmal schon. Aber mir geht's halt so. Und wenn ich nachdenke, bevor ich was sag, werden die anderen schon ganz nervös. Und wenn ich das bemerke, dass die anderen nervös werden, dann brauche ich noch länger zum Nachdenken. Und manchmal kriege ich direkt einen Krampf. Verstehst du das? Und dann glaube ich, kann eigentlich überhaupt nichts mehr. Jetzt geht's aber ganz gut, zum Beispiel. Ja. Mit dir geht's. Aber du bist fast die Einzige. Der einzige Mensch, meine ich. Gestern zum Beispiel. In der Schule. Da sagt der Professor. Ja? Er sagt der. Claudia, räum endlich dein Zimmer zusammen. Mama. Soll ich dich auf den Knien darum bitten? Und du, Heini. Jetzt fahren wir doch eh auf ein paar Tage weg. Ich bitte dich, setz dich hin und lern was, sonst ist dir das ganze Venedig verpatzt. Sie mich verstanden? Ja. Also dann bitte. Du, was war gestern in Mathematik? Lass mich in Ruhe. Schau, lass dich doch nicht gleich immer so aus der Fassung bringen. Sie meint's doch nicht so. Und außerdem hast du jetzt schon angefangen zu erzählen, also erzähl weiter. Yes, das bist du lästig. Und eigentlich war ja nichts. Im Grunde genommen
war es eine ganz einfache Frage. Und ich hätte sie auch gewusst, wenn der Kerl nicht gesagt hat. Falls der Papa früher heimkommt, sag ihm, das Essen ist im Eiskasten. Ja, ich hab heute Kurs. Oder machst du es ihm warm, ja? Und Heine, bitte lern was. Und da wundert's dich, wenn ich Kommunikationsschwierigkeiten hab. Schaut, dass ich nicht fromm bin. Was wär dann? Dann bitte dem heiligen Antonius eine Kerze stiften, dass ich den Akt da hinter mich gebracht hab. Was war denn das für einer? Zwischlicek und Co. Ist nicht wahr. Zwischlicek und Co., den haben Sie fertig gemacht? Dafür verdienen Sie ja die große goldene Unsichtbare und den zweifachen Rittberger. Übertreiben Sie nicht. Auf Ehre, den verdienen Sie. Ich schwöre Ihnen, jeder andere wäre daran gescheitert. Naja, nur weil Sie ihn nicht gepackt haben. Nicht nur ich. Der Chef ist blass, wenn er nur einen Blick hineingemacht hat. Aber Sie? Ich sag's ja. Ohne Sie könnte er die Kanzlei glatt zusperren, der alte Ausbeiter. Glatt. Ich sag's ja, dass Sie sich nicht selbstständig machen, statt da den Sklaven zu spielen. Ich begreif's nicht. Ein Könner wie Sie. Ach, gehen Sie uns auf. Einen guten Partner hätten Sie ja von Anfang an. Ich zum Beispiel, ich ginge gleich mit Ihnen. Schauen Sie. Sie könnten die Hälfte der Klienten mitnehmen. Na, ich glaube, ich tauge für sowas nicht. Ich bin kein sehr, sehr, sehr tüchtiger Mensch, glaube ich. Naja, vielleicht, wenn die Familie nicht wäre. Außerdem wäre es unfair. Unfair. Unfair ist, wenn der Chef Sie so für sich schuften lässt. Wieso? Mein Gehalt ist recht ordentlich. Aber nicht die Hälfte, was Sie wert sind. Er weiß genau, was er an Ihnen hat. Ah, da ist er. Ach so, Sie meinen, so einen Trottel wie mich findet er nicht bald wieder. Bitte, Herr Doktor. Ja, was ist denn, Fräulein? Der Chef sagt, die Bilanz von der Balkovic GmbH. Herr Doktor, die muss nächste Woche fertig sein. Wieder so ein Leckerbissen. Tief einatmen und langsam linkes Knie beugen. Finger verschränken, Knie halten. Ausatmen, Kopf hochheben, bis Stirn oder Nase berührt das Knie. Einatmen, nur den Kopf unterbringen auf den Boden. Nur den Kopf. Ausatmen, Knie ausbreiten. Es geht nicht. Ich bin heute einfach zu nervös. Kannst du nicht konzentrieren heute? So nervös? Mhm. Gut, dann wir probieren eine andere Übung. So durch das kann man vielleicht entspannen oder mehr konzentrieren kann. Nein, kommt nicht in Frage. Für mich ist Feierabend. Aber der Chef hat mir gesagt, na, dann sag's ihm halt bitte. Am Montag bin ich wieder da. Aber der Chef, der. Könnten der Sie nicht inzwischen? Ich? Die Balkovic-Bilanz? Ihr Vertrauen ehrt mich, aber für so eine Saubilanz bin ich schlicht und einfach gesagt. Zu blöd. Also dann, schönen Gruß. Da ist Zwitsch, Klitschek und Co. Tragen Sie es ihm hinein. Ich hab's rechtzeitig gesagt, dass ich mir zwei Urlaubstage nehme und heute um 14 Uhr weggehe. Am Montag bin ich eh wieder da und dann mache ich über den Gottes Namen auch noch die Balkovic-Bilanz. Wiederschauen. Wird der Chef aber keine Freude haben? Irgendwann werde ich wohl auch das Recht haben, mir einmal was Gutes zu tun. Das haben Sie. Man ist ja nicht nur Steuerberater, man ist ja schließlich auch Privatmensch. Hat Familie. Sehr richtig. Und morgen ist mein 20. Hochzeitstag. Und außerdem fahren wir bekanntlich morgen Nacht nach Venedig. Übers Wochenende. Das habe ich den meinigen schon seit Jahren versprochen. Und jetzt ist es endlich soweit. Spät, aber doch. Ja, in Venedig wird es jetzt zwar ein bisschen neblig sein, aber es war ein sehr günstiges Arrangement. Immerhin, 5 Leute. Geht mit der Hochsaison doch sehr teuer. Naja, Venedig hat um diese Jahreszeit ganz besondere Reize. Kenner fahren nur um diese Zeit nach Venedig. Ah ja, waren Sie schon dort? Na, das eigentlich nicht, aber ich
könnte mir vorstellen, dass es enorm stimmungsvoll ist. Und wo man jetzt bekanntlich viel besser bedient wird. Jetzt, wo Venedig praktisch leer ist. Von den Venezianern abgesehen, versteht sie. Ja, das habe ich mir auch so gedacht. Also dann, Kollege. Alles Gute, bis Montag. Arrivederci. Buon viaggio. Grazie, grazie. Venedig. Um die Jahreszeit. Es wird ein schöner Schnupfen. Gehen Sie, bitte, Dr. Merian. Ist das schon weg? Was heißt, wieso? Weil es schon spät ist. Und weil er nach Venedig fahren muss. Ach so, ja. Auf Wiederschauen. Wiedersehen. Nein, nein, ich werde auf Wiederschauen hätte er schon sagen können. Ne? Vielleicht hat er Angst gehabt, Sie könnten ihn mit Ihrer bekannten Überredungsgabe dazu bringen, sich doch heute noch über die Balkovic-Bilanz herzumachen. Nein, ich hätte ihm ein paar gute Tipps geben können. Sie? Ja, ich war ja schon in Venedig um diese Jahreszeit. Vor 2 Jahren, ne, bei dieser Berufstagung da. Sagen Sie, Sie würden nicht vielleicht diese Balkovic-Sache? Nein. Also? Nein, das kann ich dem Merian nicht antun. Der hat gesagt, die ist so interessant, dass er sie gern selbst macht. Am Montag, wenn er wieder da ist. Ja, wenn es sich ausdrücklich wünscht. Übrigens, dass der diese Zwischkritschek-Geschichte geschafft hat, ich meine in der Zeit. Ist ein tüchtiger Mann. Na ja, sehr tüchtig. Sehr, sehr tüchtig. Was ist denn das? Wie meinen Sie denn das? Doch. Tüchtige Leute kommen manchmal auf tüchtige Ideen. Der tüchtige Merian könnte auf die Idee kommen, sich selbstständig zu machen, zum Beispiel. Sie glauben? Ich glaube gar nichts. Ich bin Neopositivist und sehe die Dinge, wie sie sind und ziehe meine logischen Schlüsse draus. Ein Klient wie der Zwischkircheck zum Beispiel, der ging sicher mit. Mit dem tüchtigen Merian. Ist doch logisch, ne? Ja, also das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, Merian. Ich meine, ich habe zwar. Jetzt haben Sie mir eine schlaflose Nacht besorgt, Herr Dr. Rameda. Dankeschön. Grüß Gott, Frau Löffler. Servus, Rundl. Servus, du bist ein Pfeif drauf. Na, langsam, langsam. Erstens einmal heißt es nicht Tschüss. Aus dem Biene Meier-Alter bist du heraus. Und der Papa mag das blöde Tschüss auch nicht, nur weil es 3 Monate in Berlin war. Also dann, servus. Geh bitte, wohin musst du denn so sausen? Tanzstunde, ich hab's eilig. Grüß Gott, Frau Löffler. Immer diese Rennerei. Direkt zum Fürchten. Für meine Seniorin wie mich. Warum rennen Sie denn so? Glauben Sie, es läuft Ihnen was davon? Aber Frau Löffler, ich pass eh auf. Es ist Ihnen ja nichts passiert. Es könnte ja Ihnen auch einmal was passieren. Bei der Raserei. Oder glauben Sie, junge Knochen brechen nicht? Servus, Rosel. Das kommt grauslich. Lass sie, sie ist halt so. Also dann, servus. Moment, Moment, du kannst einem wirklich auf die Nerven gehen mit deiner Rennerei. Du sag, wer ist denn zu Haus? Der Heini. Aha, in dem Zusammenhang unwesentliche Person und die Mama? Sie ist in ihren Kurs gegangen, kommt also nicht vor einer Stunde zurück. Und mit dem Papa hat's auch noch mindestens eine gute Stunde. Hör mal, Schorsch, du wirst doch nicht etwa... Richtig, richtig, Schwesterlein. Ich werde, genau, exactly. Lass mich mal wieder mit echt weiblichem Scharfsinn durchschaut. Muss das sein? Scheint so, Schwesterchen. Scheint so.
Ich mag das nicht. Gib bitte, versuch jetzt nicht mehr diese konservativen Verhaltensnormen aufzuzwingen. Und bitte, liebes Schwesterchen, sei nicht so entsetzlich hinterwäldlerisch. Schau, du wirst einmal einen hinreißenden Typen finden. Ich meine, nicht so hinreißend wie mich wahrscheinlich, aber du wirst einmal... Hör auf, ich mag das nicht, wenn du so redest. Soll ich ins Hotel gehen? Na, erstens einmal habe ich kein Geld und zweitens, Hotel, das mag ich nicht. Das ist irgendwie unwürdig. Und das ist würdig? Auf jeden Fall kostet's nichts und spielt sich in häuslicher Atmosphäre ab. Du weißt, die Mama ist da empfindlich und der Papa auch. Bei aller Liberalität. Wer ist es denn diesmal? Die Tapsi oder wie der komische Vogel heißt? Der komische Vogel heißt Bubsi. Und ist nicht komisch, sondern was? Schon wieder eine andere? Also Schorsch, das ist wirklich nicht normal. Okay. Ach, guten Tag. Grüß Gott, Herr Zögernitz. Guten Tag. Große Konferenz im Stiegenhaus, was? Nein, nein, wir haben uns halt gerade da getroffen. Ja. Wir müssen eh gleich weiter. Große Geheimnisse, was? Ja, ja. Im Stiegenhaus haben schon öfter große Geheimnisse begonnen. Ja. Wiederschauen, Herr Zögernitz. Wiederschauen. Verstehe, verstehe. Wiederschauen. Verstehen, möchte wissen, was der versteht, was da zu verstehen gibt. Oh Gott, bin ich spät dran. Also, wer ist es? Ja, du wirst es schon sehen. Doch nicht am Ende diese schreckliche Miriam. Schrecklich? Wieso schrecklich? Ich finde sie gar nicht schrecklich. Ein entsetzliches Weib. Ach, Dekor. Außerdem solltest du Rücksicht auf den Heini nehmen. Der ist eh wieder im Tief. Bitte, der Heini ist immer im Tief. Ja, ich werde Rücksicht nehmen. Ich könnte dich erwürgen. Oh Gott, ich bin so spät dran. Also, borg mir wenigstens den Roller. Du, an sich wollte ich die Miriam nach Hause bringen. Dieses grässliche Weib ist eh zu fett und soll zu Fuß gehen. Gegen deine Überredungsgabe bin ich machtlos, Schwesterchen. Danke. Aber setz den Helm auf. Das letzte Mal bist du ohne gefahren. Du hast schließlich eine gewisse Verantwortung als Bruder. Ach so, so. Hast du den Zulassungsschein? So. Okay. Und schau, dass du sie wieder los wirst. Und lass dich wenigstens nicht mit ihr zusammen erwischen. Claudia, du bist das beste Stück in der Familie. Komm, Miriam. Die Luft ist rein. Naja, wenn es sein muss. Servus, Claudia. Wie geht's? Im Augenblick mies. Du, wie hat das gegen mich? Papa. Ich dazu. Jetzt tu dir nichts an wegen der halben Stunde. Auch du wirst einmal was von mir brauchen. Fess, Familie! Kommst du denn her? Ich komm von zu Hause. Die gehen auch aus. Ich fahre in die Ballettschule. Na, die kommt vom Büro. Was schaust du mich denn so komisch an? Du bist so früh dran heute. Weil wir bekanntlich morgen nach Venedig fahren. Ja, aber das ist doch erst morgen. Ja, man kann doch heute schon mit morgen anfangen. Das ist ein Werbeslogan. Fange heute schon mit morgen an, könnte einer meiner Firmen verkaufen. So früh wie heute bist du überhaupt noch nie nach Hause gekommen. Bin ich nicht? Nein. Das war ein großer Fehler von mir. Also, Servus. Schau, dass du auch bald nach Hause kommst. Ja, ich möchte gern, dass wir uns noch ein bisschen vorbereiten. Vielleicht sollten wir doch noch der Cella auffahren. Hast nicht Lust, mit mir zu fahren? Du kannst ja mal zuschauen, wie begabt deine Tochter ist. Nein, du, lieber nicht. Komm, Beutz, ich habe heute ausgesprochene Lust auf ein gemütliches Familienleben. Servus. Auf Wiedersehen, Cousin. Darf ich telefonieren? 2 Schilling. Sicher darf man's. Kaffee? Nein, danke. Ich hab's eilig.
Nicht einmal an die Satzzeichen. Die Nummer stimmt? Das stimmt, aber es ist nichts. Na, versuchen Sie es ein bisschen später noch einmal. Ich muss in meine Stunde, ich kann nicht warten. Flix, das ist blöd. Danke vielmals. 2 Schilling. Natürlich. Vielleicht versuche ich es von unterwegs nochmal. Bist du so nervös heute? Kannst du nicht entspannen auch? Gut, dann wir brauchen eine andere Übung für Entspannungen und für Konzentration. Gut? So bitte alle langsam aufsitzen, langsam Körper bewegen und aufsitzen. Im Vajrasan, wir üben Sashangasana. Hände auf dem Knie, Körper gerade, große Zehen zusammen. Knie etwas auseinander. 1, einatmen, Hände hochheben. 2, ausatmen, ganz langsam nach vorne beugen. 3, normaler Atem, Stirn, Ellbogen auf den Boden und Körper entspannen. Schulter entspannen, Handflächen breiten lassen. Ich schaff's nicht. Ich muss immer daran denken, was ich noch alles erledigen muss. Und, unsere Familie, wir fahren nämlich morgen nach Venedig. Aha, Blumen. Wird ein Fest gefeiert? Nein, nein, wir fahren nur nach Venedig. Venedig? Ja, da wird sogar sehr neblig sein in Venedig zu der Jahreszeit. Ja, in der schönen Jahreszeit ist es leicht, nach Venedig zu fahren. Aber jetzt, wenn die Nebel malerisch durch die Lagunen wallen, wenn die ganz tief innere Melancholie der alten Königin der Meere sichtbar wird. Verstehe. Aber wieso braucht man doch Blumen dazu? Ihr Gust, dass Sie mich verstehen werden. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Marianne. Servus, Heini. Du bist schon da. Was ist die Mama? Die Mama ist nicht da. Ach so. Ich habe einen Mordshunger. Was macht sie denn? Ich weiß nicht, vielleicht steht's am Kopf und wachelt mit den Füßen.
Was soll denn das? Ach ja, richtig. Ja, das ist ja nicht im Yogakurs. Du sollst dir selber was zum Essen machen. Die Einladung von Mittag, vielleicht. Ich muss so auf einen gemütlichen. Geh bitte. Da. Stell die Blumen in eine Vase oder was? Nicht so. Soll ich sie so hineinstecken? Dass ihre volle Schönheit sichtbar wird? Ikebana oder sowas? Sag einmal, bist du. Jawohl. Genau so. Dass ihre volle Schönheit. Und so weiter. Muss da eigentlich immer so widerlich sein? Wenigstens antworten könntest du. Wo ist die Claudia? Tanzen. Ach ja, richtig. Na Gott sei Dank, da fahren wir morgen nach Venedig und kein Mensch kümmert sich um irgendwas. Und der Schorschi? Papa! Was ist denn? Kannst du es wegschmeißen? Kommt man nach Haus, freut sich auf ein gemütliches Beisammensein. Dann steht man da wie ein Trottel, der sich seine Eier noch ganz selber abwärmen muss. Hast du eine Ahnung, wie man Eier noch aufwärmt, ohne dass sie weg? Aber was? Ich mag ja keine Eiernockerln. Wie ein Trottel steht man da. In seiner eigenen Wohnung steht man da. Schorsch? Papa! Schorsch, bist du da? Was ist denn? Oh, pardon. Entschuldigen Sie vielmals. Entschuldigung. Kannst du die Musik nicht etwas leiser spielen? Dreh das Ding ab. Was ist? Abdrehen sollst du. Ich verstehe nicht, was du sagst. Was ist? Abdrehen sollst du! Hab ich eh schon. Hör mal. Gute Lust, dir ein paar Watschen zu geben. Was ist denn? Bitte. Sag mal, bist du heute total übergeschnappt? Warum? Und da? Bitte schau dir die Blumen an. Machst du doch absichtlich, nicht wahr?
was ist denn schon wieder los mit dir? Musst du dich denn so abnormal benehmen? Kannst du dich nicht selber ein bisschen disziplinieren, sozial verhalten, dich benehmen wie ein normaler Mensch? Was? Versteht das nicht? Ist das Leben bei uns so was Grauenhaftes, dass man sich so aggressiv verhalten muss? Nein. Und da, schau dir bitte das Telefon an. Bemerkst du denn nicht, dass der Hörer daneben liegt, ohne dass du es der Mühe wert findest, ihn wieder auf die Gabel zu legen? Wer weiß, wie lange der Hörer schon daneben liegt? Bist du denn so blöd, dass du dir nicht vorstellen kannst, dass da der Zähler weiterrennt, dass sowas Geld kostet? Dann wundert sich die Mama über die Telefonrechnung. Aber ist dir ja wurscht, wie? Ist ja alles wurscht. Hauptsache, die anderen erledigen alles für dich. Ne? Möchtest nicht einmal zur Abwechslung du ein Wort sagen? Irgendeins. Nur damit ich nicht allein diese ungeheuer interessante Unterhaltung bestreiten muss. Hm? Offenbar nicht. Ja, bin ich mein Vater. Ach nein. Doch, ja. Sehr witzig. Entschuldige. Wo ist die Dame? Die ist schon weg. Wer ist denn das überhaupt? Interessiert dich das wirklich? Nein, eigentlich nicht. Es sei denn, nein, das wird mich eigentlich wirklich nicht. Hast du recht? Vielleicht hättest du die Freundlichkeit, mir eine Erklärung abzugeben. Oder sowas. Was gibt's da zu erklären? Ich meine, du hast das ja gesehen. Ja, das habe ich leider. Deutlich. Leider. Es tut mir leid. Aber warum hast du die Tür so aufreißen müssen? Hättest du ja zusperren können. Geh bitte, bei uns gibt's keine einzige Tür mit einem Schlüssel. Das wäre noch schöner, wenn wir uns vorher noch einsperren täten. Hast du Zigarette für mich? Danke. Du auch. Moment. Und du findest das also so ganz selbstverständlich und normal, dass du da deine Freundinnen mit aufs Zimmer nimmst, was? So ganz einfach selbstverständlich und normal. Selbstverständlich vielleicht nicht. Aber normal schon. Das sind Zustände. Also bitte, wenn es dir lieber ist, gehe ich halt das nächste Mal ins Hotel mit dir. Falls jemand mein Taschengeld erhöht. Also, das ist ja doch die Höhe. Jetzt soll ich dir das vielleicht bezahlen auch noch, oder was? Bitte, du verdrehst es jetzt. Ich verdrehe. Ich verdrehe, sagt er so eine Frechheit. Macht ein Absteigequartier aus der Wohnung und dann soll ich in die Brieftasche vielleicht auch noch greifen dafür. Das ist vermutlich ungefähr das, was du dir als liberal vorstellst, hm? Als Abbau tradierter Zwänge.
Hey. Oh, lieber Himmel. Wenn ich mich das getraut hätte zu meiner Studierzeit. Entschuldige, eine Frage. Wie hast es denn du gemacht damals? Bist du ins Hotel gegangen? Selbstverständlich nicht. Wir waren damals bettelarm, jawohl, bettelarm. Ich hab mich nicht getraut, meinem Vater mit sowas. Natürlich nicht. Aber bitte, wie hast du es gemacht damals? Doch auch in der Wohnung, oder nicht? Ich hab mich nicht erwischen lassen dabei. Jawohl. Ich hab sorgfältig darauf geachtet, meinen Eltern mit solchen Sachen, an solchen Schmerz zu ersparen. Schmerz? Wieso Schmerz? Was schmerzt dich da? Du weißt ganz genau, was ich meine! So. Vielleicht interessiert es dich auch ausnahmsweise mal, was ich meine. Ich meine nämlich auch etwas. Aha, und zwar? Dass das Ganze hier eine kleinbürgerliche Heuchelei ist, meine ich. Und dass du ein typischer bürgerlicher Problemverschleierer bist, das meine ich. Was bin ich? Ein Problemverschleierer. Ein Patriarch, ein Übervater. Du lieber Himmel, wär's nur, wäre ich das nur. Wenn ich das wäre, dann gebe ich dir jetzt deine Überwatschen, dass dir die Ohrwaschen vom Hirn herunterfallen. Du Lümmel, du Verzogener, du! Ich halt das nicht mehr aus. Ich halt das nicht mehr aus. Was ist los? Nix, gar nichts. Alles in Ordnung. Alles so, wie es gehört. Was hat denn der Heini? Was weiß ich? Ich komme früher nach Hause, weil ich denke, wir setzen uns zusammen, machen ein bisschen einen Plan, was wir uns alles anschauen wollen in Venedig. Und was ist, wie ich nach Hause komme? Was ist? Na, sag schon, was ist. Der eine meiner lieben Söhne benimmt sich wie ein Geisteskranker. Und der andere meiner Söhne? Der andere, was tut der? Er liegt in seinem Zimmer ohne Licht, bitte. Ohne Schlüssel, bitte. Und was tut er dort? Na? Er schmust mit einem Weibsbild herum. Und meine Tochter, wo ist die? In der Ballettschule ist sie, weil man sich sowas ja leisten muss heutzutage, nicht? Und ich stehe in der leeren Wohnung wie ein Trottel und muss mir sagen lassen, dass ich ein bürgerlicher Problemverschleierer bin. Und du? Jetzt hör endlich auf, vielleicht bin ich noch schuld an deiner guten Laune. Nein, natürlich nicht. Du bist natürlich nicht schuld. Bitte nach. Bist du nicht da gewesen, dass der dringend auf dem Kopf stehen und mit die Viers wacheln müssen? Einmal in der Woche nicht zu Hause. Natürlich muss man sich entspannen gehen, nicht? Wenn man mit so einem Pascha wie ich verheiratet ist. Mit einem solchen, wie heißt das? Patriarchen. Patriarch, jawohl. Dann muss man sich ja entspannen gehen vom Patriarchat. Dann kann man den Patriarchen ruhig allein vor den Eiskasten stellen, damit er sich gefälligst selbst seine Eier noch aufwärmt. Also ich halte es nicht mehr aus. Ich gehe. Was heißt denn das? Das heißt, dass ich ausziehe. Ich verlasse die Familienhöhle. Ich nable ab. Ich gehe auf Selbstverwirklichungstrip. Entschuldige, wie stellst du dir das vor? Du verdienst doch nichts. Ich habe ein paar Freunde, die in einer Wohngemeinschaft leben. Ich finde schon was. Und ich gehe auch. Was habt ihr denn alle? Ich hab's satt. Mir reicht's. Solange die Kinder Kinder waren, na schön, aber jetzt hängt mir die Kocherei und überhaupt der ganze Haushalt zum Hals heraus. Ich habe wegen dir damals das Studium an den Nagel gehängt. Schön, ich nehm's wieder auf. Ich bin gerade noch jung genug, um noch einen Beruf anzufangen und mich einmal um mich selber zu kümmern. Bin jederzeit bereit, mich scheiden zu lassen. Jederzeit. Sag mal, bist du denn übergeschnappt? Du bist dich von einer Stunde auf die andere scheiden lassen? Nein, ich bin nicht verrückt. Aber einmal reicht's auch mir, den Haustrampel spielen zu müssen. Um mein ganzes Leben wie eine Kellnerin zu warten, bis einer von euch beliebt, was essen zu wollen und hinter euch aufzuräumen. Na, hebst du vielleicht einmal ab? Mit einem Wort, wir lösen die Familie auf. Raus aus der Mutterhülle, rein in die Wirklichkeit. Du hast völlig recht, Mama. Ich brauch deine Meinung nicht. Mach mir meine Meinung selber. Ich verstehe gar nicht, warum du dich so aufregst, wenn ich sag, dass du recht hast. Was? Ich versteh's nicht. Sag, also, musst du jetzt telefonieren? Was? Hallo? Was ist? Wer ist was? Die Claudia. Das ist einfach unmenschlich. Aber die lassen uns hier warten. Marianne? Ja, meine Familie. Oberarzt Feigl, Ihre Tochter. Ja, sie ist bei Bewusstsein. Was ist? Sie ist außer Lebensgefahr. Es war eine Frage von Zehntelmillimeter, aber wir haben Glück gehabt. Ja, diese Motorräder. Der Risikofaktor ist einfach zu hoch. Herr Doktor, wird sie wieder... Ja, was die Prognose betrifft... Ja, was ist mit der? Wird man warten müssen.
Heißt das, dass das eine Querschnittlähmung oder so? Ja, das ist nicht auszuschließen. Ja, aber wann wird man genaueres wissen? Das ist eine Frage von Wochen, wenn nicht Monaten. Herr Doktor, ich möchte Sie sehen. Ja, aber nur ganz kurz. Entschuldigt bitte. Aber Claudia. Jetzt habe ich uns Venedig verpatzt. Das macht doch nichts. Ist jetzt eh nur feucht und kalt dort. Pfeif auf Venedig. Du schau lieber, dass du gesund wirst und. Naja, du weißt schon. Ich habe versucht, dich anzurufen. Aber die Leitung war wie tot. Wenn du willst, bleibe ich da. Morgen auch. Heini, gib's nicht auf. Natürlich gehst du morgen ins Büro, was sonst? Vorstellung, dass ich morgen die Balkovic-Bilanz. Aber du hast recht. Nach Monaten weiß man erst, ob einer gehen kann oder. An so ein Oder will ich gar nicht denken. Ich muss die ganze Zeit dran denken. Was sind das für Blumen? Was? Ach so. Wir haben morgen auch noch Hochzeitstag. Das ist lieb von dir. Diesmal hätte ich's vergessen. Klar. Wo du dich sowieso von mir trennen willst. Red nicht so dumme Sachen. Na, du hast doch erklärt. Das war vorher. Und das war ja auch nicht so ernst gemeint. Wahrscheinlich. Wie war das, George? Du bist in eine Kommune oder was? Nein. Ich bin nicht. Es war doch die Rede davon. Nur rein theoretisch. Vergiss es, Mama. Es steht nicht mehr zur Debatte. Er redet oft Blödsinn. Der Schorsch. Du, falls du. Ja, stimmt. Er redet oft Blödsinn. Das war ja. So, das heißt denn das? Mit einem Wort, die Familie bleibt zusammen. Was hast du denn sonst gedacht? Im Notfall ist eine Familie immer noch besser als gar keine Familie.